Was denn los hier? Black Pain ist am Start und heute bin ich ausnahmsweise mal alleine. Ich glaube, das ist mein erstes Solo-Commentary. Was heißt Commentary? Es ist ja eher so Spaß und Unsinn, den ich hier mehr oder weniger verbreite, vertreibe. Und ja, ihr seht, da habe ich als Waffe dabei, das ist die FAL mit dem Aufsatz für selektives Feuer. Heißt, ich kann mir aussuchen, ob ich Einzelschuss mache oder automatisch. Und ich finde es eigentlich ganz cool, die Waffe, die ist so, wenn man ein bisschen defensiver spielen möchte, ist die eigentlich perfekt. So, und das ist eigentlich so das Schema, was ich meistens hier auf Overflow betreibe. Die FAL in der Hand und erstmal die rechte Seite abdecken. Weil, Verzeihung. Weil die Gegner ja meistens immer über diesen Gang, diesen Schleichweg hier gehen. Und ja, mit der FAL kriegen sie halt eben immer schön ins Gesicht, werden erstmal richtig dick durch. Piep. Das darf ich ja nicht sagen. Ich weiß ja nicht, ob kleine Kinder zugucken, ne? Und wenn, dann meine ich nicht das, was ihr denkt. So. Wir haben in der letzten Zeit haben wir ja echt eine Abo-Explosion erlebt. Meiner Meinung nach eine Abo-Explosion. Über Nacht sind wir auf die 100 gekommen. Und wir haben uns halt tierisch gefreut darüber. Und die letzte Zeit ist es ein bisschen ruhiger geworden, weil, ja, ein bisschen stressig auf Arbeit gewesen, bei mir beispielsweise. Inventurvorbereitung, bla bla bla, Bullshit ist. Aber was soll man machen? Arbeit geht halt eben in erster Linie vor, auf jeden Fall bei mir. Wir haben auch ein paar Nachrichten gekriegt, wann kommt mal wieder was, wir sind schon richtig gierig drauf. Und Mädels oder Jungs, da ist es. Diejenigen, welchen, die uns das gefragt haben, waren jetzt zum Beispiel die beiden, wie hießen sie jetzt nochmal? Care and Table. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, Jungs. Ich werde mal euren Link, beziehungsweise den Link zu eurem Kanal in die Beschreibung setzen. Der eine oder andere kann sich das ja mal angucken, was da ist. Sind ziemlich coole Leute. Machen auch schöne Videos. Die haben jetzt letztens ihr 50 Abonnenten-Special gefeiert mit einer T-Shirt-Verlosung. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, macht weiter so. Ja, und eventuell kriegen wir das ja mal hin, dass man ein bisschen was zusammen macht. Ja, um das Ganze jetzt nicht allzu langweilig zu gestalten, denke ich, im Laufe des Spiels ein bisschen an Scheiße zu labern. Aber das kennt ihr ja mit Sicherheit von mir. Und ich, hab nicht den Faden verloren. Da habt ihr jetzt gedacht und hier, guck mal hier, der Alex, der Black Pain, der weiß gar nicht, was er erzählen soll. Pustekuchen, Arschlecken, 350 Mädels. Hier 26-0. 26-0. Ist das nicht lecker? Naja, ich werde auch wohl schon ein paar Mal sterben. Für diejenigen, die denken, ich wäre ein Camper, sage ich ganz einfach, leck mir die Puppe, Alter. Ich finde, auf der Map ist das Defensivspielen besser als das Offensivspielen. Weil es halt eben alles so ein bisschen verwinkelt ist, wie man hier so sehen kann. Und da voll daneben, Alter. Da habe ich kein Bier getrunken. Und treffe nicht. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Soldats. Ist nicht gut. Dann möchte ich nochmal Danke sagen an Mike. Dein Kanal werde ich gleich auch nochmal in die Beschreibung setzen. Und ja, der liebe Jay, der hat, falls der ein oder andere das noch nicht gehört hat, der ist umgezogen, der hat Internetprobleme momentan durch seinen Umzug, was natürlich verständlich ist. Der Hamster, der sonst immer bei ihm das Rad angekurbelt hat, er ist leider beim Umzug verschollen. Also das Rad fürs Internet. Und Strom hat er da auch nicht. Warmwasser gibt es bei ihm anscheinend auch nicht mehr. Weil ja, dieser Hamster, der diesen Generator betrieben hat, der ist leider nicht mehr da. Der ist weg. Und jetzt
können wir mal. Wir machen so einen Spendenfonds auf für den lieben Jay, um ihm einen neuen Hamster oder eventuell ein Meerschweinchen oder sowas zu sponsoren und eventuell ein neues Laufrad, damit der liebe Kollege endlich wieder spielen kann. Spielen. Und ja. Ich weiß gar nicht, hat er das in seinem letzten Video angekündigt? Was tun im Winter? Dass er kein Internet hat? Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, so Alzheimer und so weiter. Ich meine, ich bin ja schon alt, 25, ich habe das meiste gesehen, ich könnte eigentlich abdanken. Aber ich tue es nicht. Ich will euch noch ein bisschen weiter hier nerven, belustigen, whatever. Und ja, ich bin wieder vorbereitet, wie die Franzosen im Krieg, ey. So gut bin ich vorbereitet. Aber ich habe irgendwie gar keinen Elan gehabt, mir ein Thema auszudenken. Ich laber einfach mal drauf los. Und wir gucken uns mal hier. Oh, lecker Restaurant. Was gibt's denn hier zu essen? Bisschen Döner. Bisschen Döner. Nein. War den Speck da. Leg dich hin und halt die Backen. So. Darauf habe ich nur gewartet. Darauf habe ich einfach nur gewartet. Ja, das waren eigentlich so mehr oder weniger die Ankündigungen, die gemacht werden müssen. Ich habe heute auch irgendwie so einen trägen Tag. Ich weiß nicht, Lust auf nicht wirklich was. Und beim Zocken klappt es auch nicht so. Dieses Gameplay, das ist am 28. glaube ich erspielt worden. Ja, am 28. Januar. Da lief alles gut und heute frei gehabt und da dachte ich mir, ey, kannst du mal schön ein bisschen zocken, aber ja, ist wohl nichts. Ist wohl nichts. Ja, aber um nochmal auf den Spendenfonds zurückzukommen. Wenn ihr Bock habt, sowas mal zu machen für den lieben Kollegen, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und wir werden sehen, was wir dann für unsere Prinzessin, die 3 Meter groß ist und 5 Meter breit ist, oder war das? Ne, 3 Meter groß und 5 Meter breit. Für den Dicken. Für unseren dicken Jay. Ja, auf dem Präsentierteller. Ihr seid doch ja. Meiner Meinung nach, für euch bestimmt etwas langweiligeres Gameplay. Weil ich halt eben nicht wirklich durch die Gegend rushe, was ich, wie oft schon gesagt, auf dieser Map für. Naja, für schwachsinnig halte, weil wenn du mit Randoms unterwegs bist, dann nützt es dir sowieso nichts zu rushen ohne Ansage und so weiter. Kannst halt knicken. Kannst halt knicken hier, jetzt mal richtig. Und ja, wie lange haben wir denn noch Zeit hier für euch? 8 Minuten und ein paar zerquetschte. Das Video, das geht so circa 11 Minuten lang. Habe ich euch wieder ein bisschen Zeit eures kostbaren Lebens verkrault, geklaut. Aber, Jungs, Mädels, haben wir überhaupt weibliche Abonnenten? Haben wir weibliche? Weiß das einer von euch? Kennt einer zufällig jemanden, der uns abonniert hat und weiblich ist? Oder beziehungsweise bist du weiblich und hast einfach nur noch nie einen Kommentar darunter gesetzt? Dann tu das doch bitte jetzt. Und sag uns mal, warum du uns so beobachtest. Und mich würde grundsätzlich sowieso mal interessieren, wie ihr alle auf unseren Kanal gekommen seid. Und was euch bei uns so reizt. Ja, das ist so mehr oder weniger das, was mich jetzt hier so interessiert. Jetzt ist mal eine Fragerunde an euch. Wenn ihr auch mal Fragen zu uns habt oder wenn ihr mal sagt, ey, kannst du mal das machen, das wäre ganz cool. Was weiß ich, eventuell eine Crossbow-Runde oder sowas. Könntest du da mal was zeigen? Würde mich voll interessieren, wie man damit umgeht. Bla, bla, bla. Fail for the win. Wenn ihr sowas mal habt, ich würde mich nicht davor scheuen, meine KD zu versauen, um das einfach mal auszuprobieren für euch. Vielleicht kann ich dann so einen kleinen Guide, ja, ein Guide muss es nicht sein, so ein paar kleine Tipps für euch vielleicht kann ich da was machen. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt,
was machst du, wie machst du, wo machst du, dann sage ich mit rechts, meistens auf Toilette und übers Handy. Nein, ich habe eine Freundin, ich habe eine Freundin. Ihr Schweine. So, naja, ist ja auch Wainserich. Ich werde mich jetzt verabschieden, weil das Video, das neigt sich jetzt zum Ende. Ihr dürft wieder in euer normales Leben treten. Das war der letzte Kill. Auf Wiedersehen. Tschüssing.